Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Halt die Klappe. Wenn viele da sind, dann heißt das, dass ich da lang muss. Sollte wenn möglich wahrscheinlich nicht das auflaufen. So. Lass alles stehen und liegen und bring spätestens morgen deine gesamte Feuerwehr mit. Hier haben sie seit 2 Tagen nichts abgefackelt und wir stecken knietief in diesen verdammten Würmern. An jeder Wand sind Kolonien. Die Mistviecher spucken jetzt auch noch irgendeine Scheiße. Daher ist das Krankenlager auch voll. Keiner mehr hier, der die Arbeit machen könnte. Wenn ich mein Pensum nicht schaffe, nehmen sie mich von der Versorgungsliste und dann bin ich am Arsch. Dann steckt ihr in euren sauberen Stationen aber wie Sardinen in der Büchse. Denn entweder sind es die Würmer hier im Lager oder die Baumaterialien in deinen untätigen Händen. Lass mich dieses Mal nicht hängen, Mann. Ich habe 2 Tonnen Blech und eine weitere Tonne Stahlträger hier. Aber wenn du deinen verdammten Arsch nicht herbewegst und die ganze Scheiße eigenhändig verbrennst, kommt der ganze Mist auch zu euch. Denn wir werden hier bei lebendigem Leib gefressen. Tja, das ist wohl passiert. So, ein Medikit. Zerlegen. 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 Behalte ich. Behalte ich. So. Reinigen. Lass mal reinigen. Lass mal reinigen. Warum hat der? Ach komm, egal, montieren.
voll repariert. Perfekt. Mehr kann ich nicht machen. Filter nehme ich. Nee, das will ich. Semionisch, lass alles stehen und liegen und bring spätestens morgen deine gesamte Feuerwehr mit. Hier haben sie seit 2 Tagen nichts angefangen und wir stecken knietief mit diesen verfassten Würmern. An jeder Wand sind Kolonien. Die Mistviecher gucken jetzt auf der Welt eine Scheiße. Da wird das ganz lange aufholen. Keiner wird hier mit dir aufpassen. Ich muss da durch, denn... Oh, shit. Nein, nicht hier lang. Drecksack. Ich doch nur wüsste, was ich hier machen soll. Mädchen spazieren soll ich. So gar nicht gefallen. Bitte lass es der richtige Weg sein. Ja, Gasmaske muss kurz noch warten. War ja klar. Hoffentlich ist das bald zu Ende. Nerviges Scheiß-Level, eh. Lass mich in der Ruhe. So, dann sehe ich wenigstens, was passiert. Thank you.
Jetzt ziemlich verstrahlt, so wie es klingt. Und na klar. Anomalien, elektrostatische. Da ist der freie Himmel. Oh shit. Was? Ist er jetzt tot? Oder was ist das jetzt? Artyom, Artyom. Na los, wach auf. Anna? Das halluziniert auch noch. Na komm. Du schaffst das. Das höre ich doch genau. Ich glaube, ich sollte mich besser beeilen. Freundliche Notiz. Ja, ich habe das Tor geschlossen. Was hätte ich denn auch sonst tun sollen? Seit dem Alarm hockst du da unten rum und ich habe die ganze Zeit damit verbracht, das Tor zu bemannen. Hier unten sind ziemlich verrückte Dinge passiert. Ein unvorstellbares Verkehrschaos, überall Unfälle. Die Rettungswagen steckten wie alle anderen im Verkehr fest. Alle sind durchgedreht. Die Leute rannten mit ihren Koffern und Taschen zum Tor, die Augen ganz weiß. Ich hatte 5 Soldaten, keine Chance, sie aufzuhalten. Sie schossen in die Luft, die Menge wich zurück, 5 Personen wurden dabei gegen die Wand gequetscht. Ich konnte nichts tun. Es ging einfach nicht. Und ich werde auch nicht zulassen, dass du über mich richtest oder irgendwer sonst. Lebe wohl, wir werden uns wohl auf der anderen Seite sehen.
So, da kam ich. Also hier weiter. Was zum Teufel? Wo geht's hier verdammt nochmal weiter? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie viele Filter ich noch habe. Gleich mal gucken. Natürlich, ich kann nicht gucken. Los jetzt. Hier noch los? Oh. Ist hier Bigfoot lang gelaufen? Sieh mal an, ich soll hier runter. Ich renne hier an den Bigfoot hinterher, wenig behindert. Einfach mal, ich muss da hinten. Oh.
So, ach, von denen schnell hier hoch. Die Kids scheinen auch nichts mehr zu nützen. Ja, ich höre dich. Ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. Interessant. Ich frage mich, was das für ein Licht ist. Das ist eine fucking Anomalie. Und was für eine? Ah. Oh nein. Molotovs.
Bin ich ganz bei dir? Strom. Sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber ey. Die Strahlung scheint ziemlich heftig hier zu sein. Was? Wie? Was soll ich denn hier machen? Ach da.